Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers. Mein Name ist Markus Klebe und ihr seid bei der Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 43 und zwar für die Handelstage vom 22.10. bis 26.10.2018. Wir wollen wie gewohnt hier auf die Märkte DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold blicken, ein wenig den Blick auf das Big Picture richten. Was könnte uns in der kommenden Handelswoche hier erwarten? Wollen wichtige Bereiche festlegen, Widerstände und Unterstützungen und vor allem auch schauen, welche Kerntendenzen könnten hier am Markt eintreten. Bevor wir starten, an dieser Stelle auch der Hinweis, dass ihr hier auf dem YouTube-Kanal unterhalb des Videos zwischen den entsprechenden Marktanalysen hin und her springen könnt. Und zwar habt ihr hier in der Videobeschreibung unten die vier Märkte aufgelistet, entsprechend dahinter dann eine Zeitangabe. Wenn ihr auf diese klickt, gelangt ihr direkt zu der Analyse des S&Ps oder des Euro, US-Dollars oder des Goldes. Also hier entsprechend auf diese Zeiten einfach klicken und ihr gelangt im Video direkt zu der entsprechenden Analyse. Wenn ihr zum Beispiel dann eben nur den Euro-US-Dollar euch anhören wollt, dann klickt einfach dahinter auf die entsprechende Zeit und ihr gelangt im Video, wie gesagt, direkt zu der Analyse. Auch wie gewohnt an dieser Stelle erstmal der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch. Achtet grundsätzlich bitte darauf, dass ihr mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, gegebenenfalls an Meinungen mir bilde, gegebenenfalls auch hier Setups formuliere, dass ihr das alles definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Information zusätzlich zu eurem eigenen Trading und zusätzlich zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und dann switchen wir erstmal auf den Wirtschaftskalender für die kommende Handelswoche. Und hier sehen wir zwei grundlegend wichtige Dinge, die hier für unsere Märkte eventuell wichtig werden könnten in der kommenden Handelswoche. Wobei man sagen muss, bei den letzten Malen, wo hier am Donnerstag, 25. Oktober, 13.45 Uhr, EZB-Zinsentscheidung. Das sind wichtige Wirtschaftszahlen, wo man drauf achten sollte, denn es ist immer mit Volatilität zu rechnen, auch wenn in den letzten Malen oder bei den letzten Malen der EZB-Zinsentscheidung hier keine nennenswerten Bewegungen grundsätzlicher Natur aufgetreten sind. Es sind zwar Reaktionen aufgetreten, die allerdings nicht extrem waren und eigentlich grundsätzlich ins Marktbild passten. Nichtsdestotrotz ist es hier wichtig, für Donnerstag, 25. Oktober, 13.45 Uhr, mal darauf zu schauen, EZB-Zinsentscheidung und dann auch am Freitag 14.30 Uhr Bruttoinlandsprodukt hier aus den USA, 14.30 Uhr Kernausgaben für persönlichen Konsum, auch Zahlen, wo man mal so ein bisschen vorsichtig drauf schauen sollte, eventuell Volatilität auftreten könnte, was da schlussendlich einfach nur bedeutet, für mich als Daytrader oder auch für diejenigen, die im Daytrading unterwegs sind, vielleicht nicht zwingend kurz vorher hier Positionen eingehen und man wundert sich, dass man dann auf jeden Fall relativ zügig ausgestoppt wurde oder der Markt sich auf einmal relativ volatil bewegt, also dass hier die grundsätzlichen Wirtschaftskennzahlen allerdings nicht so extrem wichtig, meiner Meinung nach hier aktuell für die Märkte. Wir starten mit dem Blick auf den DAX und die vergangene Handelswoche war charttechnisch eigentlich sehr, sehr sauber. Wir hatten in der vergangenen Trading-Wochenanalyse besprochen, dass hier diese Tiefs im Bereich in etwa 11.800 knapp darüber, dass diese dann auch übergeordnet richtungsentscheidend sein sollten, dass es durchaus möglich ist, nachdem vorletzte Handelswoche Mittwoch diese recht starke Abwärtsbewegung hier aufgetreten ist, dass dann auch am Freitag bzw. auch am Donnerstag hier nochmal Schwäche aufgetreten ist, ja, dass der Markt eben wirklich auch schwach geschlossen hat, dass diese Abwärtsbewegung erstmal durch eine Erholungsbewegung leicht wettgemacht werden könnte. Und da hatten wir um die Bereiche 800 und in etwa 830, 840 hier Kernwiderstände festgelegt. Montag und Dienstag konnte der Markt sich dann auch erstmal in Richtung dieser Bereiche bewegen. Und dann ab Mittwoch ging es hier wieder in Richtung des Kerntrendes, der hier grundsätzlicher Natur charttechnisch eben natürlich aufgetreten ist. Ging es Mittwoch, Donnerstag und schlussendlich auch leicht am Freitag erstmal abwärts weiter, wobei man hier als ersten wichtigen Punkt für die kommende Handelswoche beobachten kann oder beobachten konnte, dass der Schlusskurs der vorletzten Handelswoche und der Schlusskurs der letzten Handelswoche in etwa auf einem Niveau sind und es jetzt hier durchaus weiter eben gen Süden gehen kann. Das schauen wir uns natürlich gleich an, aber grundsätzlich ging es erst aufwärts,
dann abwärts. Und die Kerninformation ist, dass wir hier auf dem ähnlichen Niveau, auf einem ähnlichen Niveau wie der Schlusskurs der vergangenen Handelswoche hier liegen. Was bedeutet das jetzt grundsätzlich für den DAX? Wir sind, denke ohne Frage, dass das relativ klar ist, dass wir weiter übergeordnet in einem Abwärtstrend hängen. Und diejenigen, die sich hier eben gerade auch im Swing Trading bewegen, mehr die Abwärtsseite interessant sein sollte als die Aufwärtsseite. Wenn man sich das ganz große Bild hier übergeordnet anschaut, dann sind wir in einer Abwärtsbewegung, Erholung, Abwärtsbewegung, erstmal die Tiefs noch nicht durchschritten, nochmal leichte Erholung, dann ging es hier eben grundsätzlicher Natur abwärts und jetzt hatten wir eben wieder so eine Erholung in den Bereich der letzten Tiefs, die hier charttechnisch aufgetreten sind und sind seitdem jetzt hier wieder abwärts tendierend unterwegs und das ist jetzt nicht auszuschließen und das wäre auch erstmal die Kernsicht meinerseits, dass ich hier weiter nach Abwärtsüberlegungen suche. Wir werden das gleich im Detail nochmal schauen, unterhalb welcher Bereiche ich das tue. Aber übergeordnet, mit dem Blick auf das übergeordnete Big Picture, denke ich, ist es klar, dass jetzt hier das charttechnische Bild erstmal nicht gebrochen ist, dass es hier klar auf der Abwärtsseite weitergehen kann, in Richtung des Bereiches 11.400 in etwa, was hier diese Bewegungstiefs darstellt. Und dass es dann natürlich auch sein kann, dass der Markt sich ganz klar, ganz sauber eben weiter trendfolgend bewegt und sozusagen dann auch neue Bewegungstiefs auf der Unterseite ausbauen kann und das durchaus auch, wir hatten das in der letzten Trading-Wochenanalyse betrachtet, auch mal mit dem Blick in Richtung 2016, also schaut euch da gerne auch nochmal die letzte Analyse an, dass auf der Unterseite gar nicht so starke Unterstützungen kommen, beziehungsweise die wichtigen Unterstützungen etwas weiter auseinander liegen, was schlussendlich dazu führt. 11.400 beziehungsweise die Bewegungstiefs sind natürlich nochmal ein Unterstützungsniveau, danach kommt allerdings der Bereich 11.200 und danach kommt dann schon direkt der Bereich um die Marke 11.000. Also es kann durchaus sein, dass sich Tage wie vorletzte Woche Mittwoch hier mit starkem Momentum oder auf jeden Fall Bewegungen auf der Unterseite etwas volatiler zeigen könnten und somit es hier auch erstmal meine Sichtweise ist, dass ich weiter auf die Abwärtsseite setze, was schlussendlich, ja, ihr kennt das von meinem Trading, dazu führt, dass ich dann eben auch Trades versuche laufen zu lassen. Ihr seht hier knapp unterhalb von 11.200 ein Unterstützungsniveau und dann schlussendlich hier sogar noch unterhalb von 11.000, wobei ich für die kommende Woche im Maximum eigentlich hier 11.000 erstmal annehmen würde. Wir gehen mal auf den Stundenchart und schauen das Ganze uns jetzt auch nochmal etwas detaillierter an. Ihr wisst, ich suche für mich ja dann auch immer so richtungsentscheidende Bereiche, die eben wichtig sind für die Kerntendenz und alles, was auf der Abwärtsseite interessant ist, wäre aus meiner Sicht, wir hatten am Freitag einen sehr, sehr unvolatilen Tag, der hier wirklich auf kleinem Niveau stattgefunden hat und die Hochs von Freitag beziehungsweise in etwa hier in der CFD-Indikation der Bereich um die Marke 11.600, so knapp darüber, der sollte für Montag, aber auch grundlegend eben für die kommende Handelswoche hier erstmal richtungsentscheidend sein im Daytrading. Wenn man etwas das größere Bild sich anschaut, dann sieht man, dass man hier den 11.675er Bereich bzw. knapp darüber auch noch als einen Kernwiderstand sehen kann und somit diese zwei Bereiche die richtungsentscheidenden Bereiche sein sollten. Im Daytrading etwas kurzfristiger betrachtet wäre der Bereich um die Marke 11.600 knapp darüber interessant, also so leichte Erholungen, durchaus denkbar, durchaus möglich, charttechnisch nichts Besonderes, aber dann eben hier die Aufnahme erneut der Abwärtsbewegung an die Vorwochentiefs ran, beziehungsweise an die Bewegungstiefs ran in Richtung 11.400 und dann je nach Situation, je nach Volatilität, je nach Uhrzeit natürlich hier auch das Setzen darauf, dass diese Tiefs durchschritten werden, dass es weiter gen Süden geht und dass es hier gegebenenfalls sogar etwas volatiler Richtung Süden gehen könnte. Sollte der Markt hier kurzfristig betrachtet oberhalb von 11.600 laufen, dann ist es erstmal denkbar, dass wir den 11.7er Bereich bzw. 6.75 hier nochmals anlaufen, wobei das nicht sofort für mich ein Szenario wäre, wo ich sofort kaufen würde, sondern das dann lieber erstmal abwarte, denn übergeordnet kommt der 11.700er Bereich auch nochmal als ein wichtiges Widerstandsniveau daher. Somit wären auch dort oben denkbare Möglichkeiten, hier die Abwärtsseite einzugehen. Und dann der Rutsch erneut unterhalb von 11.600 natürlich dann auch hier wieder interessanter wird für die Abwärtsseite. Also hier erstmal bis 11.700 primär die Abwärtsseite.
mit dem Gedanken zwischen 11.6 und 11.7 etwas vorsichtiger. Und erst oberhalb von 11.700 wird es aus charttechnischer Sicht eigentlich wieder interessant, vielleicht auch mal so ein bisschen auf die Aufwärtsseite zu blicken, ähnlich wie dann die Aufwärtsbewegungen hier Montag und Dienstag der vergangenen Handelswoche waren, wäre es dann möglich, dass wir doch in Richtung Long wieder switchen, in Richtung dieser Bewegungshochs im Bereich oberhalb von 11.800, dass sich dann vielleicht die Aufwärtsseite doch wieder umsetzt bzw. durchsetzt, was aus aktuell charttechnischer Sicht nicht mein favorisiertes Szenario wäre, aber dennoch kann es natürlich sein, dass der Markt doch die Aufwärtsseite wieder aufnimmt und dann wäre es für mich aber erst interessant, wenn wir oberhalb von 11.600 bzw. 11.700 hier rangieren und dann eben auch Schlusskurse auf Stundenbasis oberhalb dieses Bereiches stattfinden, vielleicht auch Tagesschlusskurse oberhalb dieses Bereiches stattfinden, um dann hier mehr auf die Aufwärtsseite zu schauen und entsprechend dann auch mal den ein oder anderen Longtrade zu platzieren. Also relativ eindeutig für mich persönlich die Kernwiderstände, die richtungsentscheidenden Marken, wo ich weiß, okay, darunter ist es für mich persönlich wahrscheinlicher, dass es weiter abwärts geht und oberhalb bestimmter Marken ist für mich die Wahrscheinlichkeit etwas höher, dass wir dann doch vielleicht die Erholung etwas stärker vollziehen sollten. Und ähnlich, und das switchen wir auch gleich zu der S&P-Analyse, ähnlich sieht das im S&P aus. Wir hatten ja auch hier diese relativ starke Abwärtsbewegung vorletzte Woche Mittwoch, wir sehen das hier, diese extrem starke Bewegung auf der Unterseite, am folgenden Donnerstag dann auch nochmal neue Bewegungstiefs, auch am Freitag der vergangenen Handelswoche haben wir mehrheitlich Schwäche gesehen, wobei die Tiefs dann nicht mehr erreicht wurden. Wir hatten hier dann eben zum Wochenende so eine Schiebezone, so eine sich zusammenziehende Schwankungsamplitude, die sich dann am Montag auch erstmal fortsetzte. Im DAX ging es da schon ein bisschen eindeutiger gen Norden, der S&P hielt sich erstmal noch auf diesem Bereich, der schaffte es dann erst am Dienstag hier wirklich eben Stärke zu finden, ging dann auch grundsätzlich über erstmal meinen wichtigen Bereich 2800 hinüber. Folglich aus dieser Aufwärtsbewegung konnte ich dann am Mittwoch eine sehr, sehr schöne Aufwärtsbewegung im Dow Jones handeln, wo ich eine schöne Pyramide aufbauen konnte und einen sehr, sehr schönen, sauberen Longtrade hinlegen konnte. Allerdings dann am Donnerstag schon wieder mehr den Fokus auf der Abwärtsseite hatte und dann gesagt habe, okay, das war zwar schön und gut hier, dass der Markt nochmal hochging, ging aber zum Schluss hier wieder zurück und dann zeigte sich natürlich hier auch wieder mehrheitlich die Abwärtsseite und wir haben Donnerstag und Freitag den Fokus schon wieder mehr auf der Abwärtsseite gehabt und das würde ich auch für die kommende Handelswoche erstmal bevorzugen. Diese Seitwärtsschiebezone hier um die Marke in etwa 2760, die ist jetzt hier im S&P erstmal sehr, sehr interessant, denn sie ist ein Unterstützungsniveau. Das sehen wir hier am Donnerstag und am Freitag, dass der Markt da dort nicht durchging, sondern erstmal Unterstützung fand, der Markt zum Bremsen kam, sogar erstmal einmal nochmal wieder etwas nach oben dippte, um dann am Freitag erneut in diesem Bereich zu laufen. Und ich denke, es ist auch hier jedem klar, der charttechnisch sich mit den Märkten ein wenig auseinandersetzt, dass jetzt ein erneutes Unterschreiten dieses Bereiches durchaus dazu führen kann, dass eben auch der S&P, im Moment, da wollen wir einen Pfeil draus machen, dass dann eben auch der S&P hier die Abwärtsseite weiter aufnimmt, dass er mit seinem aktuellen Kerntrend, ganz, ganz übergeordnet sind wir natürlich erstmal noch aufwärts gerichtet, aber für uns als Daytrader ist das Bild, dass wir langfristig gesehen aufwärts sind, hier erstmal so ein bisschen gebrochen. Gerade diese Mittwochsbewegung der vorletzten Handelswoche führte dazu, dass wir charttechnisch wichtige Marken auf der Unterseite durchschritten haben und somit hier natürlich jetzt auch mehr den Fokus auf der Abwärtsseite haben, was in den vergangenen Wochen eben immer der Fokus mehr auf der Aufwärtsseite war. Und somit ist es jetzt hier denkbar, wenn wir hier diese Schlusskurse von Freitag nach unten durchschreiten, die Tiefs hier um die Marke knapp unterhalb von 2760 nach unten unterschreiten, dass es dann eben auch hier zu etwas volatileren Abwärtsbewegungen kommen kann. Auch hier die Bewegungstiefs natürlich im Bereich 2700 erstmal sehr, sehr interessant. Das wären ja dann schon immerhin 60 S&P-Punkte, was eine ganze Menge ist bei diesem Markt. Und von daher ist das auch ein realistisches Wochenziel. Und auch hier wäre es so, wenn wir dieses Ziel nach unten durchschreiten, dann könnte auch hier weiterhin es möglich sein, dass wir stärkere Momentumbewegungen auf der Abwärtsseite sehen. Denn ihr wisst, dass die Abwärtsseite ganz gerne etwas schneller vonstatten geht als die Aufwärtsseite und somit hier eben sich ja auch aktuell zeigt, dass die Volatilitäten nach oben gehen und dass hier eben entsprechend dann auch die Chancen
auf der Abwärtsseite etwas mehrheitlich auftreten sollten, als es in den letzten Monaten eigentlich grundsätzlich der Fall war. Sollten wir hier ebenfalls wie im DAX über diesen, Moment, das zeichne ich nochmal ein, über diesen ja, 64, 65er Bereich gehen, dann wäre es auch noch nicht sofort der Fall, dass ich hier sofort auf die Aufwärtsseite gehe, sondern wir haben hier dieses Tief vom Mittwoch, genau, das war der Mittwochstiefbereich, der ist interessant, beziehungsweise haben wir hier auch aus der Vergangenheit noch so einen Bereich um die Marke knapp unterhalb von 2800. Das sind so zwei Bereiche, die für die kommende Handelswoche auch noch sehr, sehr widerstandsfähig sein sollten. Also auch aus diesem Bereich wäre eine erneute Aufnahme der Abwärtsbewegung denkbar. Und wir sehen, dass wir hier aus dem 65er Bereich hinauf in den 80er Bereich natürlich hier so um die 15 Punkte Bewegungspotenzial hätten. Aber das Potenzial auf der Abwärtsseite weiterhin größer ist, auch von den Punkten her größer ist. Somit bin ich auch hier dann erstmal etwas vorsichtiger, würde auch in diesem Bereich eigentlich mehr die Abwärtsseite favorisieren wollen als die Aufwärtsseite, aber etwas vorsichtiger. Gegebenenfalls warte ich dann hier Trigger ab, warte wirklich ab, dass der Markt eben wieder anfängt zu drehen und gehe nicht ganz so aggressiv vor auf der Abwärtsseite, wie ich es dann hier unten tun würde. Und schlussendlich wird es erst für die Aufwärtsseite interessant. Das ist eigentlich auch der Bereich, der in der vergangenen Handelswoche wichtig war. Wenn wir hier den Bereich in etwa 94 nach oben durchschreiten, beziehungsweise dann eben auch nochmal dieser 800er Bereich, dann ist es denkbar, dass sich eben, klar, logisch, die Abwärtsseite nicht weiter fortsetzt, dass hier die Schwäche fehlt, dass die Verkäufer fehlen, dass schlussendlich, das ist durchaus realistisch, zum einen hier diese Tiefs vor dem Mittwoch der vorletzten Handelswoche, beziehungsweise sogar diese komplette Momentumbewegung der vorletzten Handelswoche Mittwoch eben zurückerobert werden kann und der Markt dann entsprechend in Richtung 825, 845, beziehungsweise dann in etwa 870 und 880 in etwa läuft. Das sind so die Kernwiderstände, die der Markt dann abarbeiten muss auf der Oberseite, aber hier oben wird es dann für mich persönlich interessanter, die Longseite zu handeln. Da müssen wir aber auch erstmal hinkommen. Darunter erstmal weiterhin der Kernfokus auf der Abwärtsseite und das werden wir natürlich in den täglichen Livestreams dann auch immer so beleuchten, beziehungsweise werdet ihr merken, dass meine Kerngedanken unten mehr Short sind und da oben dann auch etwas mehr wieder Long werden. Schauen wir auf den Euro-US-Dollar. Ich denke, im S&P ist das dann auch relativ eindeutig. Braucht man gar nicht großartig weiter ausmalen, dieses Big Picture. Der Euro-US-Dollar ist in der vergangenen Handelswoche, wie angenommen, leicht nach unten gekommen. Führte schlussendlich auch dazu, dass ich hier vergangene Handelswoche dann wieder gehandelt habe. Etwas aggressiv war, muss ich zugeben. Mein Gedanke ist ja immer noch das Kreisen um die Marke 1,1530 und dass ich dann grundsätzlich der Meinung bin und vorsichtig hier Meinung, dass ich nicht der Meinung, sondern dass ich eigentlich hier den Gedanken weiterhin vertrete, dass ich unterhalb von 1530 etwas mehr auf die Abwärtsseite setze. Es führte auch dazu, dass ich hier einen Abwärtstrade platziert habe, der grundsätzlich erstmal sehr, sehr gut war. Ich dann sogar eine Pyramide aufgebaut habe, um die Marke 1530 auf der Abwärtsseite dort etwas ungünstig dann ausgestoppt wurde aufgrund meines Trade-Managements. Also hier trotzdem, trotz dass der Markt eben entsprechend für mich lief in Richtung 14,30, was ja so mein erstes Ziel war, konnte ich hier erstmal nicht so viel rausholen, aber eben auch nichts verlieren. Und nach wie vor ist es für mich jetzt interessant. Wir sehen nach wie vor, dass der Bereich 15,30 natürlich interessant ist. Dass wir ihn hier mit Schluss der vergangenen Handelswoche, mit dem Beginn der aktuellen Handelswoche wieder als Unterstützung gesehen haben, erstmal anfänglich der Woche leichte Stärke sahen, aber dann die Kernbewegung der Woche abwärts war, was jetzt auch weiterhin für mich bedeutet, ich versuche unter 15,30 weiterhin den Blick auf der Abwärtsseite zu haben. Wir sind in dem Bereich, aber knapp drunter vom Schlusskurs her am Freitag. Somit sind wir in diesem Niveau, dass ich auch weiter auf Abwärtstrade setze. Ähnlich DAX, S&P, Abwärtsseite, Euro, US-Dollar, auch erstmal die Abwärtsseite. Mit dem Ziel natürlich erneut die Bewegungstiefs hier im Bereich 14,30, aber jetzt dann endlich hoffentlich mal der nächste Rutsch in Richtung 13,30. Wir haben die Tagesvolatilität des Euro-US-Dollars relativ gering. Wir haben lediglich 60 Ticks Schwankung,
was für mich bedeutet, dass ich gar nicht so aggressiv im Daytrading unterwegs bin, sondern versuche hier so einen Mix aus Daytrading, Einstieg und Swingtrading-Gedanken, diesen Trade zu verfolgen, dann so einen Mix daraus mache, schlussendlich Anfang der Handelswoche natürlich größere Chancen für mich persönlich sehe, in vielleicht einen guten Trade reinzukommen, um dann im Laufe der Handelswoche dieser Bewegung auf der Unterseite idealerweise dann auch zu folgen, sprich Montag, Dienstag, Mittwoch sind eigentlich so die Kerntage, wo ich versuche hier reinzukommen auf der Abwärtsseite, und es wäre weiterhin unter 15,30 oder um die Marke von 15,30 hier mein Kernfokus, dem Markt auf der Abwärtsseite weiter zu folgen. Sollten wir allerdings auch nachhaltig wieder oberhalb von 15,30 rangieren, und das geht natürlich in so einer mehr oder weniger Seitwärtsphase relativ zügig, dass wir dann auch wieder rüberlaufen über diesen Bereich, dann ist hier natürlich die Aufwärtsseite für diejenigen, die eben den Euro-US-Dollar Long handeln wollen, auch wieder denkbar. Erneut natürlich in Richtung 16,30, beziehungsweise da wir diesen Bereich jetzt auch mehrfach hier schon abgearbeitet haben, auch hier nicht unwahrscheinlich, dass wir dann vielleicht sogar mal wieder etwas stärker laufen in Richtung 16,80 und mal gucken, was uns der Markt da noch zeigt. Wir haben im 17,30er Bereich, beziehungsweise im 18,20er Bereich wichtige Widerstände, die eben angelaufen werden können. Der 17,30er Bereich war in der Vergangenheit auch ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Somit werden wir diesen dann, wenn der Markt wirklich nach oben kommt, auch wieder mit etwas mehr Fokus dann betrachten, um dort eben dann entsprechend Handlungen gegebenenfalls zu vollziehen. Aber ich denke, dass der Markt nicht großartig, wenn nicht irgendwie extrem was passiert, es überhaupt in der nächsten Handelswoche in Richtung 17,30 schafft. Also von daher, da bin ich erstmal so ein bisschen von ab, aber hier oben wird natürlich dann der Fokus auf der Aufwärtsseite wieder auch von meiner Seite so ein bisschen sein, und vielleicht versuche ich es dann entsprechend auch mal wieder auf der Long-Seite. Also hier 15,30 als interessanter Bereich, als charttechnisch interessanter Bereich, und nach wie vor hier mit etwas Vorsicht und nicht so großer Aggressivität in puncto, dass ich eben einen Trade nach dem anderen durchlade, sondern hier lieber etwas vorsichtiger bin. Man hat sicherlich hier im ganz kleinen Fokus, wer sich hier darauf konzentriert, so 10, 20, 30 Ticks im Euro-US-Dollar mitzunehmen, der hat natürlich ganz andere Chancen, aber das ist nicht meine Intention, hier sozusagen zu scalpen, sondern ich möchte nach wie vor größere Bewegungen mitnehmen, ähnlich wie es aktuell im Dow Jones, das ist der Markt, der mich in den letzten zwei Wochen, der da eben sehr, sehr gut performt hat, sehr, sehr schönes Geld einbrachte. Der DAX ist aktuell mehr oder weniger Break-Even, Euro-US-Dollar ist leicht im Minus. Und dann schauen wir aufs Gold. Im Gold sieht es fast noch ein wenig unvorteilhafter, muss man es mal so sagen, aus. Wir hatten auch vorletzte Handelswoche, allerdings mit einem Tag Verspätung, dann diese Volatilitätsbewegung raus aus dieser ewigen Seitwärtszone. Wir schieben das Bild hier mal so ein Stück zusammen. Und wir hatten ja hier mehr oder weniger zwei Phasen im Gold, wo wir sehr, sehr lange Zeit so gut wie nichts gemacht haben. Wir hatten hier anfänglich dann, bevor es nochmal einen Rutsch nach unten gab, Anfang August so eine ganz kleine Schiebezone über fast 14 Tage. Dann kam ja nochmal diese Momentumbewegung nach unten und nach oben und haben schlussendlich dann aber gestartet in etwa Ende August, ja, bis jetzt hier vorletzte Handelswoche. Den Hauptfokus hatte Gold in dem Bereich 12,05, 12,06 bis hinab in etwa 11,94. Also wirklich eine sehr, sehr unschöne Seitwärtsphase, wo man zwar natürlich mit Strategien, die auf Seitwärtsphasen aufbauen, Geld verdienen kann, aber da ich versuche eben wirklich auch hier immer Trendbewegungen mitzunehmen, größere Bewegungen mitzunehmen, wenn sich der Markt eben wirklich trendig bewegt, was er aktuell eben einfach nicht tut, ja, bin ich hier ein bisschen vorsichtiger. Nun kam vorletzte Handelswoche diese Reise nach oben, ja, also dieser Bruch mit Momentum aus diesem Bereich raus, der Test nochmal hier dieses oberen Niveaus im Bereich in etwa 12,16, und dann ging es hier kernmäßig auch in der vergangenen Handelswoche wie angenommen immer wieder aufwärts. Aber das Ziel 12,40 wurde nicht erreicht. Das war so der Bereich, den ich so fokussiert hatte auf der Aufwärtsseite. Aber ich denke, dass in der kommenden Handelswoche die Möglichkeiten weiterhin bestehen, dass sich Gold eben vorsichtig weiter gen Norden bewegt, dass die Bereiche 38 bis 41 abgearbeitet werden können. Das ist durchaus realistisch, da wir jetzt schon hier unten erstmal so eine kleine Trendwende haben und gerade durch diese Momentumbewegung über 12,16 schon die Long-Seite etwas aktiviert
geöffnet wurde. Und somit wäre jetzt hier auch erstmal weiterhin etwas vorsichtiger, aber schon mit ein bisschen mehr Fokus, als es in den letzten Wochen war, wo wir mehr in diesem Seitwärtszonenbereich hier waren, mehr auch den Fokus hier auch Handlungen zu vollziehen in Richtung 1240. Ich denke, dass der Bereich durchaus realistisch ist, dass er angelaufen werden kann und somit hier oberhalb von 1216 erstmal weitere Long-Gedanken, die zum Beispiel natürlich nach leichten Rücksetzern hier in Richtung vielleicht sogar nochmals 1216 dann eingegangen werden könnten. Also wenn wir hier nochmal leichte Schwäche sehen, dann auch hier unten natürlich die Möglichkeit des Kaufs, oder wenn wir gleich etwas Stärke sehen, müssen wir im Daytrading gucken, ob wir hier vielleicht den ein oder anderen Einstieg bekommen. Sollten wir allerdings hier wieder runterrutschen, unter 1216 ist natürlich das Aufwärtsbild noch nicht zwingend gebrochen. Auch hier wäre es möglich, dass wir den Bereich nochmal dieses Ausbruchs der vorletzten Handelswoche hier auf der Unterseite testen. Ja, das ist auch möglich, allerdings auch hier ähnlich wie im DAX und S&P, dass ich eben diesen Bereich dann wieder etwas vorsichtiger werte, wenn der Markt eben das abarbeitet, um dann die Kern-Long-Richtung gegebenenfalls wieder aufzunehmen, dann haben wir natürlich mit einem erneuten Steigen über 12,16 dann immer noch genug Zeit zu kaufen. Somit ist der Bereich in etwa 12,05, 12,06 bis hinauf 12,16, das sind zwar $10 in etwa, ist so ein Bereich, wo ich ein bisschen vorsichtiger werde und noch vorsichtiger, beziehungsweise so vorsichtig, dass ich dann wahrscheinlich definitiv wieder gar nichts mache, ist der Bereich hier zwischen 12,06 und 94. Dann sind wir wieder in dieser Seitwärtsschiebezone, und Seitwärtsschiebezone in der Vergangenheit bedeutet auch sehr, sehr oft, dass wir wieder hier eben erstmal seitwärts pendelnd unterwegs sind und wieder eigentlich keinen großartigen Vorteil haben, weil schnelle Trendbewegungen stattfinden, schnelle Richtungswechsel stattfinden, die uns mehr negative Trades oder Break-Even-Trades einbringen als eigentlich positive Trades. Und auch hier wird es dann erst wieder interessant, wenn wir dann uns für die Unterseite entscheiden. Zum einen durch 94 gehen, beziehungsweise noch interessanter wird es dann eigentlich unterhalb von 11,80 auf der Abwärtsseite. Also hier oben leichter Fokus Long. Dann kommt so eine Vorsichtsphase, wo wir noch ein bisschen vorsichtig vielleicht agieren, aber dann kommt definitiv eine Phase, wo ich gar nicht mehr agieren möchte. Und somit auch hier die Bereiche im Big Picture festgelegt. Ich weiß, in welchen Bereichen ich aktiver werden möchte. Ich weiß die Bereiche, wo ich nicht so aktiv werde. Und wir besprechen dann auch hier natürlich in den täglichen Analysen, Montag und Dienstag auch von meiner Seite hier, das Devisenradar. Der Chris ist ein paar Tage nicht da. Somit werden wir hier höchstwahrscheinlich dann auch auf den Euro-US-Dollar, werden vielleicht auch den britischen Pfund uns nochmal versus den Euro-US-Dollar vornehmen im Devisenradar, beziehungsweise dann eben natürlich auch den Blick aufs Gold richten, schauen, ob wir vielleicht am Montag oder Dienstag hier nach Situation hier früh dann auch mal das ein oder andere Setup festlegen können mit dem Kernfokus dieser Big Picture Analyse hier, Trading Wochenanalyse. Das soll es von meiner Seite zu den vier Märkten DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold gewesen sein. Das Big Picture, wie ich dann eben in der kommenden Handelswoche hier agieren möchte. Ich wünsche euch auf jeden Fall definitiv Good Trades und Mega Trading. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video natürlich einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr gegebenenfalls auch Kommentare unter dem Video abgebt, vielleicht Sorgennöte, Anträge, eigene Überlegungen, eigene Trades, die ihr vielleicht eingehen wollt. All das könnt ihr natürlich hier posten. Ich würde mich freuen und reagiere natürlich auch entsprechend und nehme natürlich auch Feedback mit in die Videos auf. Versuche dann auch immer wieder besser zu werden, noch Punkte besser zu beschreiben, ähnlich wie ich es in den Livestreams dann entsprechend tue. Also bis dahin, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.